Das neue Jahr steht vor der Tür und damit gibt es auch wieder neue europäische Kulturhauptstädte. 2016 sind das Wrocław und San Sebastian, die baskische Stadt im Norden Spaniens. Rund 190.000 Einwohner hat San Sebastian und das soll uns heute kurz ein bisschen näher hier beschäftigen. Willkommen zu dieser Sendung. San Sebastian hat eine grandiose Lage an der Bucht La Concha, zu Deutsch die Muschel. Tolle Strände und die schöne Altstadt sind beliebte Touristenanziehungspunkte auch außerhalb des europäischen Kulturhauptstadtjahres. Es gibt strenge Bauvorschriften, die den Charakter der Stadt erhalten haben. Der Blick auf die Concha-Bucht ist im Prinzip seit Mitte des 19. Jahrhunderts unverändert erfreulich, obwohl eine Touristen Hochburg ist das Ganze, gibt es keine Bettenburgen, es ist alles schön strukturiert. Es macht also wirklich sehr viel Spaß, San Sebastian zu besuchen, weil es eben ja keine Touristenabzocke in dem Sinne gibt. Eine der Sehenswürdigkeiten ist das Rathaus. Das wurde schon 1897 als Casino gebaut. Ja, und jetzt spielen da halt die Stadtherren. Seit 1947 residiert die Stadtverwaltung im ehemaligen Casino. Der Kursaal, sein Neubau des Architekten Rafael Moneo, 2001 wurde er mit dem Mies van der Rohe Award für European Architecture ausgezeichnet. Ebenfalls sehenswert ist die Kathedrale Buen Pastor, der Palacio Miramar, Diputación, Palacio de Ayete, das Teatro Victoria Eugenia und Peine del Viento, der Windkamm, eine Skulptur von Eduardo Schillida, die den Wind und das Meer am Rande einer Mole einbindet. Im europäischen Kulturhauptstadtjahr gibt es viele Feste und Veranstaltungen und die bereichern das alljährlich sowieso schon sehr breit gefächerte kulturelle Leben in San Sebastian. 2016 ist die baskische Stadt eine von zwei Kulturhauptstädten, hatte ich schon gesagt, und alle Bürger der Stadt sollen an diesem Ereignis auch teilhaben können. Daher ist das Motto eines Projektes Olas de Energia Ciudadana, die Wellen der Bürgerenergie. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Kulturprojekte und die europäische Kulturhauptstadt San Sebastian präsentiert sich mit ihrem Programm im Internet auch unter http://dss2016.eu/en. Slash, das heißt die englischsprachige Seite. Eine deutsche hat es zumindest, als ich das recherchiert habe, noch nicht gegeben. Nochmal kurz zur Erinnerung, die andere europäische Hauptstadt heißt Wrocław, das bei den Deutschen als Breslau bekannt ist. Und darüber gibt es vielleicht demnächst mal eine Sendung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche schon jetzt viel Spaß in San Sebastian bei den Feierlichkeiten zur europäischen Kulturhauptstadt und dafür dann eine gute Reise. Übrigens, Hotelunterkünfte und ähnliche Dinge, Flüge gibt's auf den Portalen, die dieses Video ausstrahlen, wie immer.